So Leute, ich sag mal guten Morgen allerseits. Es ist relativ laut hier. Ich bin auf der Baustelle. Das allererste Video auf einer offiziellen Baustelle in der Firma, wo ich arbeite. Der Kollege ist da gerade am Abrütteln. Deswegen ist es ein bisschen laut und ich muss etwas lauter sprechen, dass ihr mich auch versteht. Ja, wir werden heute diese Wände hier verputzen. Also diese Poolwände sind das. Als allererstes werden wir jetzt diese Fugen erstmal komplett verschließen. Das ist das allererste, was wir machen werden. Weil wenn ich jetzt komplett schon aufziehen würde den Mörtel, dann kann es halt schnell passieren, dass sich das hier durchdrückt. Ne? Weil das dauert ja länger, bis es trocken ist. Deswegen werde ich das als allererstes machen. Das einmal vorziehen, die kompletten Fugen einmal verschließen und dann werde ich die nächste Schicht drauf machen. Da kommt dann auch Gewebe drauf. Also ich werde Gewebe einbetten, aber da kommen wir dann später zu. Das erkläre ich euch dann alles noch. Ich habe hier eine Gartenspritze oder wie einige von euch wahrscheinlich sagen, Gloria. Also gibt es verschiedene Begriffe für und fällt mir fast aus der Hand hier. Was mache ich damit jetzt? Ich muss die komplette Fläche einmal annässen, dass sie gut feucht ist, weil ich brauche in diesem Fall keine Grundierung. Also wenn ich gleich komplett vollflächig einmal aufziehe und das Gewebe einbette, brauche ich keine Grundierung wie normalerweise. Sondern bei dem Produkt, was ich hier verarbeite, ich zeige es euch gleich nochmal, da könnt ihr direkt auf die Wand drauf gehen. Vorausgesetzt, die Betonwand ist rau und nicht glatt. Wenn ihr eine glatte Betonwand habt, also Sichtbeton oder sowas, dann müsst ihr vorher grundieren. Ganz wichtig natürlich, sauberes Werkzeug, muss ich euch glaube ich nicht sagen. Ne? Ich habe jetzt hier Glätter, ein Gipser Spachtel, Gipser Kelle und ein Flächenglätter. Das wäre gut, wenn ihr das habt. Das ist der Spachtel vom PCI, können natürlich auch andere Hersteller benutzen. Ne? Also ich müsste nicht unbedingt diesen benutzen, aber den werde ich jetzt hier verarbeiten. Ja. Ein Rührer, Rührgerät, wie ihr es auch nennen möchtet, wäre von Vorteil. Oder eine Bohrmaschine reicht auch. Mal gucken, ob der Kollege das schon angeschlossen hat hier. Ob da schon Saft drauf ist. Ja, sehr gut, ist Saft drauf. Also macht euch immer nur so viel an, wie ihr auch verarbeiten könnt. Übrigens nicht zu schnell quillen, also jetzt hier auf volle Pulle ballern. Ich glaube, der hat 6 Stufen, weil er macht hier den Spachtel auch nur mit kaputt. Also nicht übertreiben. Das sieht doch schon sehr gut aus, das gefällt mir doch schon. Ja, das ist gut. Ich denke mal, man sieht das jetzt nicht in der Kamera, aber um es trotzdem mal kurz gesagt zu haben, hier habe ich jetzt so Löcher. Und die werde ich jetzt als allererstes vorfüllen, dass die halt trocknen können. Und so fette Löcher hier halt, ne? Das als allererstes erstmal vorstopfen, dass das trocknen kann. Legt doch jemand ein Vlies oder irgendwas unten hin, weil ihr merkt, es geht immer irgendwas daneben. Ne? Also das ist normal zu der Welt. Und warum ich das auch gemacht habe, hier Vlies hier hingelegt. Wenn ich gleich von unten mit dem Glätter aufziehe, wenn ich das Gewebe einbette, dann würde ich mir den ganzen Dreck, der hier auf dem Boden liegt, ist ja immer ein bisschen Dreck, würde ich mir in das Material einziehen. Und das ist ja nicht so vom Vorteil. Thank you.
Guten Morgen allerseits. Ja, Montagmorgen hat begonnen. Letzte Woche habe ich nicht mehr so viel geschafft, weil Freitag hat es wirklich geschüttet aus Eimern und da haben wir uns hier noch so ein provisorisches Dach drüber gebaut, dass mir hier nicht alles voll Wasser läuft und der Pool schon quasi befüllt wird. Mussten wir uns hier was einfallen lassen, haben uns so ein kleines Dach drüber gebaut. Kann ich euch mal hier einblenden irgendwo. Kleines Bild, wenn ich das finde. Genau, was habe ich letzte Woche geschafft? Ich kann es euch ja mal kurz zeigen. Diese Wände habe ich jetzt komplett schon mal vorgespachtelt hier. Ringsrum einmal, außer da hinten. Da fehlt noch eine Wand, die muss ich gleich noch machen. Aber das ist alles vorgespachtelt. Also alle Fugen sind schon mal zu, das Allerwichtigste. Ja, hier unten der Schacht ist auch soweit vorbereitet. Jetzt fragt sich der ein oder andere wahrscheinlich, was das hier für ein Schacht ist. Um es mal kurz zu erläutern. Ganz einfach, da sieht man, glaube ich, die Halterung später. Da und da hinten. Hier kommt so eine Rolle rein für die Abdeckung hinterher. Also die wird quasi hier unten aufgerollt. Eine große Rolle. Ich glaube, die hat einen Durchmesser von 50 cm. Ich weiß jetzt aber gerade nicht. Und die wird halt hier unten aufgerollt und geht dann an der Poolwand entlang hoch, glaube ich, so viel wie ich weiß. Genau weiß ich es auch nicht, aber ungefähr so wurde es mir erklärt und geht dann über den Pool halt drüber. Ne? Das ist quasi, sind quasi so Elemente, wie jetzt kann man sich so ein bisschen vorstellen, wie Rollladen. Wenn du einen Rollladen hast, so in der Art auf jeden Fall. Ne? So Leute, jetzt geht's los mit Gewebe. Ich habe mir das schon mal geschnitten auf Länge. So werden wir das jetzt hier einbetten. Und dann immer 10 cm überlappen. Das ist ganz wichtig, dass ihr das immer 10 cm überlappt. Also jetzt nicht auf Stoß. Ich zeig's mal kurz. Einige ist halt schon gut zu verstehen, aber ich kann es ja trotzdem nochmal sagen. Also jetzt nicht so aneinander setzen hier, ne, sondern immer Minimum 10 cm. Ihr könnt auch ein bisschen mehr machen. Ist nie vom Nachteil, aber braucht ihr eigentlich nicht. Also 10 cm reicht eigentlich komplett aus. Dann messe ich mir die Fläche nochmal an, dass sie gut feucht ist. Weil ich habe ja jetzt hier zwar schon Mörtel drauf, aber ja nicht überall. Hier sind ja noch ein bisschen Steine offen. Die saugen natürlich noch ziemlich viel. Deswegen einmal ein bisschen anmessen, nicht klitschnass, sondern dass das feucht ist. Und dann geht's los. Ich habe jetzt hier einen Zahnglätter, 6 mm, das reicht eigentlich. Ziehen wir das Material schön auf. Das Gute ist, dadurch, dass ihr das mit dem Zahnglätter macht, habt ihr ja überall die gleiche Auftragsstärke. Also es kann nicht passieren, dass ihr eigentlich zu viel drauf habt. Yeah, 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 yeah. Ay, coming in, yeah. Flex, I just wanna win, yeah. LA BB, who we running with, yeah. 2-2-3-3, I'm on 10 again, yeah. State your name, Bibbin dope on flame. I just switched the lanes. Damn, he did it again. I just flipped the pain. Stripping and dipping in bass, slab on everything. Swimming, you sinking away. Cause I got. Nehmen wir uns die erste Bahn. Jetzt immer oben als erstes einlegen. Hier habe ich einen Zahnglätter. Bisschen aus der Puste hier. Drückt euch das schön rein. Was ich jetzt nicht machen würde, ich würde jetzt nicht von oben so viel hochziehen, weil dann kann nämlich passieren, dass euch das Gewebe quasi nach oben wegzieht. Also am besten immer nach unten. Wenn ihr ab und zu mal nach oben geht, ist das nicht schlimm, aber ich würde jetzt nicht die ganze Zeit hier den machen, weil dann kann halt passieren, dass ihr das Gewebe euch wieder rausschiebt.
nächste Bahn, setzen wir wieder ein und hier überlappe ich das jetzt halt. Gute 10 cm, das sind jetzt hier wahrscheinlich schon 12, aber auch nicht so schlimm. Das muss jetzt nicht auf Millimeter genau sein. Aber dass ihr das halt überlappt, ne? Da habe ich jetzt locker meine 15 cm. Eigentlich fast zu viel, aber lieber ein bisschen mehr als zu wenig, ne? So ganz schön reinsuchen. Material. Geh da noch mal ein bisschen drüber. Neuer Tag, neues Glück. Die anderen Wände habe ich jetzt alle schon fast fertig. Und was ich euch jetzt noch mal kurz zeigen wollte, was ich gestern nicht gezeigt habe, ihr könnt euch auch so eine Abziehlatte nehmen und mit so einer Abziehlatte abziehen. Könnt ihr natürlich eine viel größere Fläche mitmachen. Habe ich gestern vergessen euch zu zeigen. Dafür müsst ihr natürlich gut Material drauf machen. Auf die Fläche, also ein bisschen mehr als das, was ich gestern gemacht habe, dass ihr auch anständig abziehen könnt, weil sonst bringt das natürlich nichts. Jetzt seid ihr direkt wieder auf dem Gewebe und zieht zu viel an. Aber ich sag schon mal so, da braucht ihr ein bisschen Übung, also wenn ihr das noch nie gemacht habt, ist das nicht so einfach am Anfang. Genau, und dann nehmt ihr euch die Latte und zieht ab. Ist natürlich eigentlich für so eine Arbeit gar nicht unbedingt gedacht, weil ich hier so wenig Material drauf habe. Das ist eigentlich Quatsch ist. Ich wollte euch aber trotzdem mal eben gezeigt haben. Dann nehmt euch das Material und macht das halt dahin, wo noch ein paar Löcher sind. Hier ist noch ein Loch. Da ist noch ein Loch. So. Und dann das ganze Spiel nochmal. Das macht ihr so oft, bis ihr halt ein anständiges Ergebnis habt. Wie gesagt, bei der Sache hier ist das eigentlich so üblich, das zu machen, weil ihr halt kaum Material hier drauf habt. Ne? Ihr könnt natürlich auch Schienen einsetzen, Putzschienen, wo ihr dran abzieht. Ist aber in meinem Fall jetzt hier nicht erwünscht. Ja, weil ihr dafür müsst ihr halt dann richtig Putz auftragen, Minimum einen Zentimeter. Und das brauchen wir hier ja gar nicht, weil das soll ja hier nur ein bisschen überzogen werden. Ne? Dass man die Schalungsstelle halt nicht mehr sieht am Ende des Tages. Yeah,
ich habe mich jetzt doch noch dazu entschieden, das hier alles nochmal abzufilzen gleich. Ich zeige euch mal eben das Filzbrett, was ich meine. So ein Filzbrett meine ich. Da gibt es auch verschiedene. Jetzt nicht so ein Filzbrett nehmen, was ihr für Fliesen benutzt. Also wenn ihr jetzt Fliesen sauber macht, da gibt es ja auch so Waschbretter, oder wie man es auch nennen möchte. Die sind komplett fein, die würde ich nicht nehmen. Also es muss schon so ein grobes sein für Putz. Dann nehme ich mal einfach das Filzbrett, baller mir das hier rein, dass das gut nass ist, ein bisschen hier abziehen, dass es nicht komplett trieft. So. Und dann einmal schön abfilzen. Hier ist es schon fast zu hart eigentlich. Gucken wir, ob ich hier überhaupt noch was reißen kann. Oh doch. Kann ich aber noch gut abglätten. Muss ich zwar ein bisschen mehr Kraft aufwenden, aber ne, ich habe noch Material hier drauf. Das geht. Hier sind wir an der Fläche, die ich gerade eben gemacht habe vor der Pause. Also gute 40 Minuten ist das her. Hier kann man auch gut sehen. Also ich hoffe, man kann es sehen. Hier kann man auch so ein bisschen den Finger eindrücken. Ist eigentlich perfekt. Also nicht, wenn ihr den kompletten Finger da reingedrückt bekommt, das ist nicht perfekt, aber wenn ihr den so, ja, so einen kleinen Abdruck habt, ne? Wenn ihr so einen Fall habt hier, ne, dass das noch wirklich gut bearbeitbar ist, ne? Dann würde ich immer ein paar Minuten warten, bis ihr das einmal abglättet. Also wartet jetzt ein bisschen und dann könnt ihr gleich mit dem Glätter rüber gehen und das richtig schön glatt ziehen. Mal kurz zu zeigen, das ist alles das, was ich abgezogen habe an Material, wenn man das sieht. Und das könnt ihr natürlich jetzt ohne Probleme in irgendwelche Löcher rein ziehen, um die zu verschließen. Wenn ihr irgendwie kleine Riefen habt oder sowas hier, gar kein Problem, einfach da reindrücken.